Die Zeit, die rennt. Wir haben jetzt schon den dritten Advent im Jahre 2021. Natürlich bin ich da morgens an meinem Lieblingsbeobachtungsplatz. Es ist heute nicht sonderlich kalt, das heißt 5 Grad plus, aber es ist windig und etwas nasskalt. Also es ist nicht unbedingt jetzt toll, hier zu stehen und auf seine Schiffe zu warten. Zumal weit und breit nichts zu sehen ist. Ich wollte so langsam meine Beobachtungen abrechnen und halt mitteilen, weit und breit nichts zu sehen. Bloß, dass es Quatsch am Rhein gibt, ist immer etwas zu sehen, und wenn es nur das Treibgut ist, das einem hier so begegnet. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Kreative sich da schon was mit heimgenommen hat und irgendwas davon gebastelt hat. Also gibt es ganz tolle Ideen und auch Dinge, die man mit den Sachen hier anstellen kann. Ja, und wer sagt's denn, da vorne kommt ja was. Da macht der ein oder andere sich eine Pflanzenpost raus oder da, ja, da könnte man Blumen einpflanzen oder sonst was mit tun. Und sogar ein zweites Schiff kommt hinterhergefahren, nur schade, dass die bergwärts fahren und ich denke, die sind sehr stark beladen, also die fahren recht langsam. Ja, das erste schöne Schiff, das hier kommt, ist das Frachtschiff Danny. Da habe ich jetzt in meiner App nur die Angabe, das Schiff ist 85 Meter lang und 10 Meter breit und fährt unter deutscher Flagge. Ich besuche und zwar der Ewald Radl. Es ist in Biebesheim ein bekannter Gas- und Wasserinstallateur, der auch in seiner Freizeit gerne am Rhein spazieren geht. Und du hast schon eine Wanderung hinter dich gebracht? Genau, ich komme von der Abendkarte. Ja. Ja, aber es ist schön draußen, so schöne Luft. Ja, gestern Morgen war es schöner. Ja, ja gut, ein bisschen nasskalt, gell? Na, gestern Morgen schon gestern ein bisschen Dachkanne gemacht und die Sonne scheint. Ja. Das war echt ideal, muss ich sagen. Ja gut, es gab so ein paar Momente, da war es okay und dann ist wieder zugezogen. Ja, der Vormittag. Ja, ja. Der Vormittag war so. Ja. Cool. Ist halt Winter, ne? Ja, ist normal. Ja. Die haben alle so poetische Namen, die Schiffe. Als nächstes kommt die Love Story gefahren. Dieses schöne Schiff fährt unter belgischer Flagge, ist ein Frachtschiff, ist 135 Meter lang und 12 Meter breit. Weitere Angaben sind meiner App nicht zu entnehmen. Ja, wenn du so ein Brummer da fährst, da musst du auch schon konzentriert sein. Ja, schon so. Also bleibt da nicht gleich stehen. Ja, möchte mal gern wissen, was der geladen hat. Ja, das ist alles zu, sieht man ja. Ja, ja. Guck, und hinten ist ein richtiger Parkplatz. Ich wünsche dir einen schönen Moment noch, gell? Ich mache mal los. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Okay, ja, gefrühstückt tun wir schon. Ja. Ja, gefrühstückt tun wir schon. Hallo, mach's gut. Jo, tschüss. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.